Sie kommen per Floß, per Fahrrad, per Boot. Früh an diesem Morgen wollen sie zusammen starten zu einer Weihnachtsfahrt der besonderen Art. Als Weihnachtsmänner auf dem Tiber quer durch Rom. Marco Di Clemente sammelt seine Bootsmannschaft zusammen und los geht's. Wir machen das, weil Weihnachten ist. Und mit dieser Weihnachtsnachricht wollen wir ein Signal geben, dass der Tiber nicht vergessen werden darf, dass er genutzt und täglich gelebt werden sollte. Er wird nicht genug beachtet, vermüllt und verschmutzt, finden sie. Dabei fließt der Tiber doch mitten durch das Herz von Rom. Sie beleben ihn heute. Die Strömung ist zurzeit ganz schön stark. Die Weihnachtsmänner müssen reinhauen. Ich bin der Steuermann, ihr seid der Motor, ruft Marco. Zwischenstopp an der Engelsburg. Mitten in Rom stärken sie sich. Es gibt Panettone, Weihnachtskuchen und Sekt. Feierstimmung. Es ist sehr schön, bezaubernd. Es ist eine Art, die nicht mal die Römer kennen. Sie können die eigene Stadt aus einer anderen Perspektive bewundern. In Rom gibt es ziemlichen Verkehr und das mag ich nicht. Aber am Tiber gibt es sehr viel Natur. Es ist ruhiger. Ein Brautpaar feiert spontan mit an ihrem Fluss. Die Menschen in der Stadt sehen, es ist wert, sich um ihn zu kümmern. Der Tiber wird seit langer Zeit als toter Fluss angesehen, als ein dreckiger Fluss. Aber wenn wir ihn pflegen, dann wird er wieder einer der wichtigsten und schönsten Flüsse, insbesondere in Italien. Aber wir müssen ihn lieben. Als sie weiter flussabwärts fahren, wird der Tiber richtig wild. Sie haben Spaß damit, denn sie sind eins geworden mit ihrem Fluss.